Ja, moin und recht herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play SnowRunner. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und das letzte Mal hatten wir den Hammer H2 geborgen. Und da steht er und wir wollen natürlich, wie versprochen, einmal drauf schauen, was wir alles upgraden können. Okay, also motortechnisch geht leider nichts. Dafür müssen wir Alaska erstmal weiter entdecken. Aber beim Getriebe, da nehmen wir natürlich hier wieder das SnowRunner-Getriebe. Denn das gibt uns nochmal ein paar Zusatzgänge für die Leistung. Das ist, glaube ich, sehr wichtig. Ah, in dem Zuge können wir natürlich, da müssen wir jetzt immer dran denken, das auch gleich wieder verkaufen. Federung. Oh, die erhöhte Federung, die ist nicht die gleiche. Aber ich glaube, dann weiß ich, wo die ist. Und das werden wir jetzt gleich holen. So, Reifen. Da brauchen wir Schlamm. Die 35er Schlammreifen, das ist hier das Beste, was wir gerade bekommen können. Hammer, okay, H2 Reifen. Aber hier wird ja die 1 Zoll, das ist egal. Was brauchen die? Ah, dafür brauchen wir die andere Federung. Aber das heißt, die nehmen wir jetzt, die können wir einmal gerade verkaufen. Dann brauchen wir unbedingt die autonome Winde, da kommt nichts dran vorbei. Verkaufen. Wir nehmen ein Ersatzrad mit. Wir brauchen wie freigeschaltet Differentialsperre freigeschaltet. Standardmäßig offenes Differential. Okay, müssen wir also finden. Rahmenaufsätze. Wir brauchen also einmal das hier und einmal das. Schnorchel, da schauen wir mal. Ja, das kaufen wir auf jeden Fall. Und dann würde ich noch einmal gerne schauen, was wir hier... Nehmen wir so eine Plane mit? Nö, brauchen wir nicht. Hupe finde ich ganz nett. Was gibt's hier? Das... Oh, das wäre natürlich toll. Aber das ist noch geblockt. Das nehmen wir also. Dann, was haben wir hier noch? Okay, das geht nicht. Und das passt doch auch. Das verkaufen wir. Was mit den Felgen? Nö, finde ich gut so. Passt. So, und jetzt wählen wir uns natürlich hier unsere Superfarbe aus. Wobei, das Giftgrün, sieht das nicht gut aus? Das ist mir fast zu tarnmäßig. Das ist hier so eher Sand. Oh, das ist mir zu bunt. Hm, das wäre natürlich auch was. Wohl eher für meine Frau und meine Tochter. Ich glaube, ich nehm den hier. Das gefällt mir. So. Bam. Und dann haben wir den. Ich bin super gespannt. Ich bin super gespannt, wie der sich so fährt. Viele haben gesagt, er sei sehr gut, abgesehen vom Kahn. Cool ist, dass die Kisten und alles da hinten rumwackelt. Sehr schön. Okay. Achso, das wollte ich einmal gucken. Wie viel haben wir denn? Nachtanken. Wir haben einmal Reparaturwerkzeug. Kleiner Gepäckträger, Reparaturwerkzeug. Okay, also wir haben nur die zwei und da haben wir sogar weniger. Da haben wir nur zweimal 80, nur zweimal 40. Also einmal 80 Liter, einen ganzen Tank haben wir. Das ist beim Scout wirklich nochmal eine Runde besser. So, und ich würde gerne einmal den Auftrag hier annehmen, nur annehmen. Nur darum geht's. Und ich würde gerne mal hier runterfahren. Das heißt, hier bis hierhin. Oder besser gesagt, bis hierhin. Und dann würde ich gerne mal hier lang düsen. Denn hier gibt es keinen Wachturm oder so. Und ich würde gerne wissen, was das hier unten ist. Wir könnten natürlich auch hier lang, ne? Nee, das ist mir... Ist mir gerade zu risikoreich.
Wir gehen mal hier den Weg. So. Na komm schon. Hier lang. Und dann schauen wir mal, was es hier noch so alles Schönes gibt. Ich bin sehr, sehr gespannt. So, wir müssen hier Allradantrieb anmachen. Sonst kommen wir nicht vom Fleck. Ich bin sehr gespannt, ob der Verbrauch höher ist als vom Scout. Also da merkt man schon, der Scout hat halt wirklich echt mit seinen 140 Litern, die er noch mitnehmen kann, kriegt echt fast die dreifache Menge. Das ist schon enorm. Das ist schon enorm. So, dann den hier einfach mal annehmen. Container im Fluss. Okay, wir sind hier und ich sag euch jetzt schon eins. Also das hier hätte der Scout lockerer weggesteckt. Das behaupte ich jetzt einfach mal. Wo fahren wir lang? Ich würde hier seitlich lang fahren. Wegen den Bäumen wieder, dass wir was zur Not haben. Boah. Also. Tja. Der Scout ist schon, der Hammer ist natürlich schon deutlich schwerer. Ne, über die Steine will ich nicht drüber fahren. Da drüben gibt es auch noch Bäume, die liegen flach. Die liegen da flach auf dem Boden. Das hier ist ein ordentliches Matschloch. Nee, überhaupt nicht. Da drüben. Und ansonsten haben wir hier nichts. Nö. Also da fehlt uns vielleicht, ist das auch ein Grund, die Differentialsperre. Die haben wir ja natürlich einfach bei dem anderen. Standardmäßig können wir auch nicht ausschalten. Meine Güte. Dabei habe ich jetzt schon echte Schlammreifen, ne? Also das ist ein richtiges Möttkenloch. So, da sind wir aus der Misere wieder raus. Meine Güte, das war aber auch schon ein kleiner Akt, du. Es ist halt auch ein schweres Teil hier, der Hammer. Ich bin mir da nach wie vor noch nicht ganz sicher, ob der wirklich so gut ist, wie einige mir berichtet haben. Klar, ist jetzt hier ein hartes Terrain. Würde mich mal aber interessieren, wie der Scout da rein da durchkommen würde. Selbe Stellen. Neu resettet. Sprich, einmal links kurz probieren. Das hat ja überhaupt nicht geklappt.
Und dann einmal, und dann einmal rechts da den Weg. Da hätte ich jetzt gesagt, das macht der Scout souveräner. Aber gut. Vielleicht werden wir es nie erfahren, vielleicht werde ich es mal ausprobieren. Also ich meine, wir verballern hier einen Sprit, der ist schon gerade die Straße runter. Und schon sind wir unsere 80 Liter los. Okay. Also ich meine, manch anderer wird sich hier nicht so gut durchmachen, ne? Aber wie gesagt, ich glaube, es ist halt auch ein verdammt schweres Teil und... Oh oh. Oh oh. Sieht wieder schön aus, aber... Oh oh. Oh oh. Ah, da haben wir wieder Grip gefunden, das ist gut. Oh, da vorne ist die Ölbohrinsel. Da unten ist ein Frack. Ich sehe aber kein Upgrade. Kann man da trotzdem? Ich will da nicht runterfahren eigentlich, wenn es da nicht eventuell was geben könnte. Oh, da. Da gibt es eins. Moment. Wie kommen wir da runter, beziehungsweise wie kommen wir danach wieder hoch? Also ich würde sagen, wir probieren das mal hier lang. Upgrade-Standort entdeckt. Und was haben wir? Erhöhte Federung, genau, für den Truck hier, für den Hammer H2. Das ist doch... sehr, sehr gut. Und dann wollen wir natürlich... komm schon. Er legt das auch manchmal so bescheuert. So. Back on road. Also wie gesagt, bis jetzt bin ich noch nicht so überzeugt von dem Teil. Mal gucken, wenn wir eine andere Federung drin haben, dann ist er höher, dann ist mehr Bodenfreiheit. Dann frisst er sich vielleicht genau, was soll ich mit dem Baum daneben dran? Kommt schon. Das Ding hier, das musst du dir doch holen. Das ist doch offensichtlich. Alles andere ist doch total bescheuert. Wunderbar, auf richtiger Straße. Hier bleiben wir zumindest erst einmal nicht stecken. So, bin gespannt, was es hier jetzt gibt. Oh.
Was ein Monsterteil. Also einmal. Neuer Anhänger. Und dann dieses Teil, das ist ja. Ach, das ist so mobile Bohrplattform. Okay. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Aber. Oh. Da stimmt das Collision Model mit dem. Da stimmt das Collision Model nicht mit dem Texturmodel überein. Das Texturmodel ist richtig, das Collision Model ist falsch. Wenn man jetzt hier kurz drüber fährt. Seht ihr? Die Reifen, die schweben in der Luft. Okay, gut. Was wollte ich sagen? Aber ich würde den hier einfach mal hier stehen lassen. Nee, Motor aus. Und mir gerade überlegen, ob wir wieder zurück nach Michigan gehen. Denn in Michigan, so abstellen, globale Karte, Michigan, haben wir nämlich jetzt hier ein neues Gebiet, wo wir noch gar nicht waren und haben wir noch nicht entdeckt. Das heißt, wir müssen sowieso erst nochmal hier hin. Das hier und hier würde ich gerne hin. Das würde ich gerne machen. Ich überlege gerade. Unser Royal BM17 steht hier hinten. Und es wäre doch eigentlich eine geile Sache, wenn man das hier gerade mit irgendwie erledigen könnte. So, ich überlege mir jetzt mal was. Und wir sehen uns gleich. Okay, ich habe mir was überlegt, was wir jetzt als nächstes machen. Und zwar, wir würden hier die Truckrettung einfach durchführen. Ich habe unseren BM17 von hier hinten einfach mal kurz in die Werkstatt gebracht, habe dort alles repariert, aufgetankt und habe dann anschließend einmal, wie man sehen kann, den Kran abgemacht, so dass wir eventuell auch einen Anhänger wieder mitnehmen können. Ich hoffe, wir brauchen den Kran nicht. Bin gespannt. Achso, Upgrades habe ich natürlich alles noch geholt, was hier ging. Wir konnten uns bessere Reifen holen. Ich bin sehr gespannt. Und eine verlängerte Winde. Also wir haben jetzt deutlich mehr Länge, Windenlänge. Bin ich sehr gespannt. Moment. Ah, hier geht's lang. Was das jetzt genau heißt, ne? Mehr Winde. Ich habe kurz überlegt, ob ich das Service-Modul mitnehme. Aber ich habe mich dagegen entschieden, weil das ist natürlich nochmal deutlich schwerer. Und das sah hier auf dem Foto schon so steil aus. Da wollte ich nichts riskieren. Hier sieht man mal das typische Problem von fließendem Wasser bei Spielen. Das würde natürlich nie so glatt aussehen. Aber gut. Muss man manchmal einfach so akzeptieren, dass das so ist. Ist ja auch okay, ne? Also muss man jetzt nicht immer gleich alles kritisieren. Nur sieht manchmal komisch aus. Genau. Den Baum nehmen wir mit. Ich hoffe, man muss nichts reparieren. Wenn wir was reparieren müssen, dann ja, wird es schwierig. Aber ich hoffe nicht. So, da haben wir
die Mission. Und damit haben wir nämlich auch einen nagelneuen Offroad-Truck freigeschaltet, den wir sonst noch gar nicht hatten. Alles klar, das nehmen wir natürlich an. Und okay, das haben wir, das brauchen wir nicht nochmal. Leerer Tank. Wenn das jetzt alles ist, dann habe ich Glück. So, dann wollen wir natürlich nachtanken. Und zwar... So. Wunderbar. Motor ist hinüber. Wir hätten es wohl doch reparieren müssen, aber wir gucken mal, wie weit wir kommen. Ist das überhaupt richtig, dass wir hier lang fahren? Ah, da drüben gibt es auch noch einen Weg, wie ich gerade sehen kann. Wir waren ja jetzt nicht hier lang gefahren. Waren nicht hier lang gefahren, sondern hier lang. Der machte mir aber irgendwie einen viel einfacheren, viel besseren Eindruck. Ja, ist ja kein Problem. Dann stell doch die Gangschaltung einfach auf Neutral, neutral, und ich ziehe dich dann da raus. Aber gefühlt bist du gerade nur am Bremsen. Ja, das war's aber auch schon wieder von dieser Folge, denn ich habe bei der Aufnahmesession nicht ganz auf die Uhr geguckt und insgesamt kam er auf rund 55 Minuten und das wäre mir dann doch etwas zu lang. Daher mache ich hier zwei Parts draus, leider mittendrin, aber es bleibt spannend, werden wir es schaffen oder werden wir es nicht schaffen? Hier ist der absolute Cliffhanger des Jahrtausends. Nein, Spaß beiseite. Lasst mir doch einfach ein Like und Subscribe da, vergesst die Bell nicht und dann wisst ihr, wie es weitergeht. Also, macht's gut, meine Lieben, bis dahin. Ciao, ciao.